In diesem Video möchte ich euch also zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2016 B1 gerechnet hätte. Hinter diesem Link findet ihr alle Aufgaben seit Zählung der Abschlussprüfungsaufgaben und auch die dazugehörigen Lösungen. Das heißt, wenn ihr das Angabenblatt zu dieser Aufgabe wollt, müsst ihr es euch zuerst mal hier herunterladen bzw. hier in einem zweiten Tab öffnen, damit ihr es mit anschauen könnt. Gegeben haben wir hier die Punkte BN, die liegen eben auf dieser Geraden, und wir haben eine Gerade H gegeben und einen Punkt A mit 0, 0, und wir wissen, dass der Vektor AC viermal der Vektor AMN ist. So, das heißt, als allererstes sollen wir das Ganze hier zeichnen in 1.1, und zwar Drachenvierecke. Das heißt, wir wissen unseren Punkt A, der liegt ja hier. Wir wissen unseren Punkt B, das heißt, wenn wir die Gerade hier sauber gezeichnet haben, die grüne ist ja gerade die Gerade G, dann muss ich einfach nur zu x gleich 3 gehen und das Kreuzle machen und zu x gleich 5 gehen und das zweite Kreuzle machen, habe ich B1 und B2. Dann kenne ich meinen Punkt A und der liegt ja zusammen mit dem Punkt C auf der Geraden H, also hier drauf. Das heißt, ich muss jetzt erstmal noch rausfinden, wo mein Punkt C liegt. AM, den kann ich ziemlich schnell rausfinden, denn ich mache einfach nur eine Senkrechte hier auf die Gerade AC und dann muss ich einfach diese Strecke AM messen und das Vierfache kommt dann zu meinem Punkt C. Das heißt, ich habe hier eine zentrische Streckung, das K-fache von dieser Strecke AM erreicht dann mein AC. Aufpassen, das heißt, es kommen noch drei Teile, die genauso groß sind, hinzu. Meine Strecke AM ist der vierte Teil von AC. Das heißt, andersrum gesagt, um auf AC zu kommen, muss ich AM, die Strecke, viermal nehmen und dann bin ich bei AC. Das gleiche mache ich bei Punkt B2, da mache ich auch eine senkrechte runter, diesmal messe ich die Strecke AM2, die nehme ich mal 4 und messe diese von A bis C, um C2 zu erhalten. Die Punkte D finde ich relativ leicht, weil ich ja quasi hier spiegle. Ich habe hier den Punkt M2 und kann von B2 bis M2 gehen, spiegle das Ganze dann rüber, dadurch, dass ein Drachenvierer ja hier eine Symmetrieachse hat, nämlich die Symmetrieachse AC, kann ich hier einfach durch eine Spiegelung auf den Punkt D2 kommen. So, und nun sollen wir diese Koordinaten D2 in der Aufgabe 1.2 rechnerisch berechnen. Und ich habe es eigentlich schon vorweggenommen, das Ganze ist eine Achsenspiegelung. Das heißt, wir müssen uns hier überlegen, wie kommen wir durch irgendeine Abbildung von B2 oder von irgendeinem Punkt, den wir gegeben haben, auf D2. Und wir haben nun mal nur den Punkt BN gegeben. Wenn wir den spiegeln an der Geraden G, dann erhalten wir immer unseren Punkt DN. Wenn wir in die Formelsammlung schauen, dann werden wir auf Seite 60 fündig. Wenn wir also eine Abbildung, eine Achsenspiegelung haben mit an einer Geraden H, dann brauchen wir diese Formel. Wir brauchen einen Winkel Phi und wir brauchen das Skalarprodukt. Also x-y' sind quasi meine Bildpunkte und xy ist mein Urpunkt, das ist gerade mein Punkt BN. Der wird quasi dadurch, durch diese Matrix, gespiegelt an der Geraden H. So, das heißt, wir brauchen in dem Fall noch diesen Winkel Phi. Phi ist in dem Fall nämlich der Winkel zwischen positiver x-Achse und der Geraden. Das steht auch in der Formelsammlung auf Seite 60 drüber. Das findet man raus, indem man die Steigung berechnet oder schon gegeben hat. Die Steigung ist minus 0,3. Das heißt, wenn ich jetzt, Entschuldigung, ist von H ist 2 Drittel, also aufpassen, ich habe es jetzt hier auch vertauscht. H ist ja die Spiegelachse, das heißt, ich nehme hier die Steigung, löse nach Phi auf und erhalte den Winkel 33,69. Den packe ich jetzt in meine Matrix rein, in der ja nicht Phi allein steht, sondern 2 mal Phi. Das heißt, ich habe hier den Cosinus von 67,38, das ist jeweils der doppelte Phi. Hier der normale Sinus, hier der normale Sinus und hier der negative Cosinus. Hier packe ich die Koordinaten meines Urpunktes, nämlich BN rein, x und minus 0,3x minus 1. Das ist ja sind gerade die Koordinaten meines Punktes B, der ja auf der Geraden G liegt. So, und jetzt bringe ich das alles zusammen. Skalarprodukt heißt das mit dem und das mit dem in der ersten Zeile, also Cosinus von 67,38 Grad mal x plus Sinus 67,38 Grad mal, und jetzt müssen wir aufpassen, mal dem ganzen y. Deswegen müssen wir das hier klammern. Aufpassen, dass wir das nicht vergessen. Hier unten haben wir Sinus 67,38 mal eben den oberen minus Cosinus von 67,38 Grad mal den ganzen y. Theoretisch hätte ich das x hier auch klammern müssen, weil ich ja das ganze x hier multipliziere, aber da ändert sich nichts, deswegen ist es nur sinnvoll, den hinteren Teil zu klammern.
Jetzt wird noch die Klammer ausmultipliziert. Das heißt, das hier verrechnet oder in Taschenrechner eingeben mit einem x multipliziert. Dann das hier mit dem und das mit dem multipliziert. Dann erhalte ich die beiden anderen Werte. Also quasi nur Taschenrechner eingeben und Klammern auflösen. Und am Schluss noch zusammenfassen. Dann erhalte ich die abhängigen Punkte des Punktes dn oder die abhängigen Koordinaten des Punktes dn. Wichtig bei so einer Aufgabe, ich muss immer erst vorher wissen, wie komme ich denn durch eine Abbildung dorthin. In dem Fall war es eine Achsenspiegelung an einer Geraden und dementsprechend kann ich dann in der Formelsammlung schauen, welche Matrix ich dafür brauche. Aber bestimmt könnt ihr das auch so schon auswendig. Bei der Aufgabe 1.3, da sollen wir jetzt den Punkt D3 berechnen, der auf der Y-Achse liegt und die Koordinaten des Punktes B3 berechnen. Aufpassen, das ist wieder eine Sache, wo wir aufpassen müssen. Wir sollen zwar D3 verwenden, aber wir sollen die Koordinaten des Punktes B3 berechnen. Also, unser Punkt D3 liegt auf der Y-Achse. An der Y-Achse haben unsere X-Werte 0. Das heißt, wir nehmen von unserem dn den X-Wert und setzen ihn gleich 0. Ja? Also unser xdn, und das, darum geht es hier, ja, es geht nicht um den X-Wert von b, sondern um den X-Wert von dn, der muss 0 ergeben. Das ist eine Gleichung, die wir lösen können. Wir bringen 0,92 auf die rechte Seite, dividieren durch 0,11 und erhalten den x-Wert von b. Das, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir den x-Wert von d gleich 0 gesetzt haben. Darin befand sich der x-Wert von b, denn alle meine Rechnungen waren abhängig von der x-Abszisse der Punkte b. Das heißt, wir haben jetzt hier auch das x-Wert von b berechnet. Hätten wir den x-Wert von d berechnen wollen, hätten wir dieses x jetzt erst noch hier oben einsetzen müssen. Also 0,11 mal 8,36 minus 0,92. Das, was wir herausgefunden haben, ist der x-Wert von b. Bitte höllisch aufpassen, dass wir von Anfang an wissen, von welchem Punkt die x-Werte abhängig sind. Das sind die x-Werte von Punkt b, das sind die x-Werte von Punkt d und so weiter. Bei der Aufgabe 1.4 sollen wir jetzt die Koordinaten der Mittelpunkte und der cn-Punkte in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte bn berechnen. Nun, den Mittelpunkt von m, der berechnet sich ja, indem wir einfach die Koordinaten von xb und xd zusammenfassen. Denn wir haben ja die Punkte von b und die Punkte von d. Wenn wir da die x-Werte zusammenaddieren und durch 2 teilen und die y-Werte zusammenaddieren und durch 2 teilen, dann komme ich genau auf meinen Mittelpunkt. Also in dem Fall war es quasi die Formel für den Mittelpunkt einer Strecke mit den abhängigen Koordinaten von bn und dn. Die stelle ich mir in meiner Formel zusammen und erhalte mn genau nach dem hier. Die zweite Sache, und das kann nicht mehr schwierig sein, weil es auf die Aufgabe nur 2 Punkte gibt, ist cn zu berechnen. Wie komme ich jetzt auf cn? Cn war doch das Vierfache von am. Also ac war das Vierfache von am. Und a ist ja hier der Punkt 0,0. Das heißt, in dem Fall muss ich nur das Vierfache von meinem Punkt m nehmen. Ich könnte jetzt hier die Vektoren aufstellen. Dann ist es Spitze minus Fuß, Spitze minus Fuß. Der Fuß ist jedes Mal 0,0. Das heißt, hier stehen quasi die Koordinaten von c und die viermal die Koordinaten von m. Wenn ich also meine Koordinaten von c haben möchte, muss ich viermal die Koordinaten von m berechnen. Also das hier mal 4 und das hier mal 4 und ich erhalte direkt die Koordinaten von cn. Also eigentlich musste ich die Formel von Beginn nehmen, dass eben ACN das Vierfache von AMN ist. Aber hier brauche ich natürlich die Vektoren nicht wirklich aufstellen, weil ich ja weiß, dass mein Fußpunkt ein 0,0-Punkt ist und dementsprechend hier die Koordinaten im Vektor von CN und hier die von MN drinstehen. Das heißt, viermal die Koordinaten von MN ergibt die Koordinaten von CN. Aufgabe 1.5. Da geht es darum, dass das Drachenviereck jetzt bei B4, also hier bei b, rechtwinklig sein soll. Das heißt doch im Endeffekt, dass die Vektoren ab und bc aufeinander senkrecht stehen sollen. Auf der Formelsammlung Seite 43 und 44 finden wir das. Diese beiden Vektoren, wenn man in Skalar gleich 0 setzt, dann ergibt es meinen rechten Winkel. Oder damit gibt es die x-Werte, wo ich einen rechten Winkel habe. Das heißt, ich brauche den Vektor von a in bn, das ist ja gerade die Koordinaten von bn. Und hier brauche ich die Koordinaten von bn, cn, die haben wir ja schon. Hier c und b hat man auf der anderen Seite. Das Ganze setzen wir gleich 0. Das heißt, wir müssen den oberen Wert mal
den ersten Wert und den unteren Wert mal den zweiten Wert und dann ein Plus dazwischen rechnen. Das Ganze ergibt eine Gleichung. Wenn ich hier die Klammern auflöse, wird es eine quadratische Gleichung. Die kann ich noch zusammenfassen und dann über die Mitternachtsformel ausrechnen. Damit erhalte ich zwei Punkte. Einer fällt aber raus, denn in der Angabe stand drin, dass meine x-Werte größer sein sollen als 0,84. Damit fällt dieser Wert raus. Das hier, das war jetzt ziemlich schnell. Hier einfach nochmal auf Pause drücken und nachvollziehen, wie man dieses Skalarprodukt aufsetzt bzw. dann ausmultipliziert. Bei der Aufgabe 1,6, da heißt, dass die Strecke CD, also die hier, dass die parallel zum Drachenviereck zur X-Achse verläuft. Also müssen wir hier eine Parallele quasi uns reindenken. Ich habe das mal hier zeichnerisch gelöst. Also ich habe eine Parallele vom Punkt D einfach mal hier rüber gezeichnet. Stimmt natürlich nicht ganz. Aber wenn ich jetzt mir meine Skizze anschaue, dann weiß ich doch, dass dieser Winkel und dieser Winkel gleich groß sein müssen. Denn dieser Winkel und dieser Winkel sind jetzt sogenannte Wechselwinkel an parallelen Geraden. Natürlich wird sich diese Strecke C5, D5 noch weiter nach verschieben. Die ist dann nicht an der richtigen Stelle, aber ich weiß, dass der Winkel eben hier oben gleich sein soll. Dementsprechend kann ich doch sagen, dass aufgrund der Parallelität der Winkel Phi Wechselwinkel zum Winkel D5, C5a ist. Und damit das Zweifache von 33,69, 67,38. Denn das hier ist ja nur der halbe Winkel und dadurch, dass es achsensymmetrisch ist, mein Drachenviereck, ist das noch der zweite Winkel, der genauso groß sein muss. Das heißt, durch die Wechselwinkel weiß ich, wie groß der Winkel ist und dadurch, dass ich dann beide einfach mal, oder den Winkel mal zwei müssen, um auf den Ganzen zu kommen, kann ich eben sagen, dass der Winkel, den ich hier gesucht habe, 67,38 Grad hat. Das war's von meiner Seite.